So, mein Herr, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Satinavs Ketten. Ich gehe immer aus dem Spiel raus, wenn ich nach Zeit gucke. Das ist immer so, naja. Dann lade ich mir. Ja, lass mich kurz mal beendet, oder? Ach, ist doch egal. So, was ist unser Ziel? Zum Glück gibt es ein Questbook. Das Prisma. Alter, so ein langer Weg. Dame ist hier und jetzt schon da. Das habe ich angerichtet. Nori setzt all ihre Hoffnung auf das verborgene Reich von Glari. Mich will sie mitnehmen. Sie ahnt nicht, dass das Feentor zurück in ihre verhasste Heimat führt. Aber wie finde ich das Tor? Der Feenforscher hat mir nach Enqui zu seinen Kollegen Menander Goswin geschickt. Das soll eine Art Zauberkristall sitzen, ein Prisma. Mit dessen Hilfe wäre es angeblich möglich, das Feentor in den Sumpf zu finden. Aber Goston wurde ermordet und das Prisma ist verschwunden. Gut, vorgelesen. Wir brauchen um die Nachricht, das fällt mir wieder ein. Vielleicht kann ich sie einfach fragen, ob ich das machen kann. Ich habe ein paar Das auch noch. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Aroken lässt mich dreimal im Zelt ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Vorsicht, Mikroverstellung. Wenn ich es manuell mache, sag es einfach. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushat Narosh? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Du solltest besser auf dein... Was? Gerade... Ein Mädchen? Drehst du... Ich kann ihm... Das war schon... Hm? Geht der Spiegel... Da Spiegel... Ah, Moment mal. Wenn ich den repariere. Was geht jetzt, weil Noria hier ist? Ja. Ich habe doch gar nichts gesagt. Er ist ganz beschlagen. Man sieht überhaupt nichts. Machen. Unsinn. Wozu? Er ist ganz bestimmt. Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? Seit wann habe ich Ringe unter den... Übermüdungssyndrom. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Gib her! Was denn? Er träumt nur vor sich hin. Was gibt es, Landratte? Landratte? Bis später. Wenn mal was einfach sein soll. Zu viel Fieber. Wenigstens stehe ich nicht. Leer. Brauche ich vielleicht.
Spiegel brauchen wir für die Olle. Verzweiflung. Ungewöhnliche Konstruktion. Aber was versteht ein Andergaster schon von der Seefahrt? Falls das Schiff ablegt, können wir uns als blinde Passagiere in diesem Beiboot verstecken. Loch bleibt Loch. Ist bereits ins... Schade, ich dachte, ich könnte so kaputter machen. Verstehen die Miets. Unerreichbar. Ich muss es dumm, dass es... Fährmann? Hä? Leihst du mir deine Angel? Uh-uh. Mach es gut. Sag mal, Nuri. Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Oh, das wird böse enden. Und plötzlich wurde alles dunkel. Nuri! Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe alles vergessen. Oh, weia. Das gibt Kampf. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Geh her! Was will denn die Schnepfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! Die Nachricht für diesen Harm. Ich werde ihn umbringen! Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Geht das jetzt? Na. Na. Du bist nackt. Ich bade. Sag mal, Nuri. Jetzt reicht es wieder. Steig aus dem Becken. Mach es gut, Bademeister. Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Das war schon... Ich habe ein paar Fragen. Das war's. So läuft bei mir auch ein Gespräch. Und wer ist die Nachricht? Also die Nuri ist praktisch. Hey. Immer langsam. Ich muss mit Harm sprechen. So. Und warum? Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Tatsächlich? Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, genau. Jetzt lass mich durch.
Erst die Losungsfragen. Losungsfragen? Ja. Welcher Profession geht der ehrenwerte Ham nach? Welche Tiere schätzt der ehrenwerte Ham am meisten? Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Ham am liebsten? Also, was ist Hams Profession? Ehrenwerter Kaufmann? Das weiß ich ja. Ham ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Krakenmolche? Krakenmolche. Achtarmige Krakenmolche. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken. Fuck. Das ist jetzt mein Fehler. Hey, hey. Harm muss die Beruf. Also. Harm ist... Welche Tier... Harm mag Wale sehr gern. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken. Fug. Das ist doof. Jay. Brauchst du was? Ja. Noch einmal zu Harm. Was ist Harm? Na, die Leute schreien es doch durch alle... Er ist ein Ehrenwert... Weißt du, welche Tiere Harm am meisten schätzt? Welche Tiere? Das ist gut. Harm liebt nichts weiter als sich selbst und das liebe Geld. Gut. Welchen Wein trinkt Harm am liebsten? Was weiß ich. Vielleicht roten Geron. Eine andere Frage. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Vor dir ja. Wir haben das Messer nicht mehr, oder? Doch, wir haben das Messer wieder. Wir haben das Messer. Ja. Sagt er immer noch. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Genau, deswegen möchte ich das Messer gern behalten. Hey, hey, hey. Welche Tier? Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann Arauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Fuck. Hin und her laufen. Dame Geron. Brauchst du was? Kennst du dich auch mit der Schmugglersprache aus? Ja, sicher. Kannst du mir ein paar Wörter beibringen? Warum nicht? Aber du musst vorher eine Kleinigkeit für mich erledigen. Ah! Was muss ich tun? Mir bereitet ein kleines Rätsel Kopfschmerzen. Harm und seine Leute machen mit ihrem Schmugglergeschäft einen Haufen Geld. Aber es scheint einfach keinen Umschlagplatz zu geben, an dem das ganze Zeug gelagert wird. Natürlich muss es einen geheimen Platz geben. Und da komme ich ins Spiel. Niemand kennt dich. Du kannst dich freier bewegen. Also finde den Platz. Es muss ein Lager oder etwas Ähnliches mit einem geheimen Zugang sein. Na gut. Moment, das ist noch nicht alles. Auf diesem Umschlagplatz muss es eine Walbeinschnitzerei in Form eines Krakenmolchs geben, die Schmuggler den Walfängern gestohlen haben. Haben wir das diese Schnitzerei will ich haben. Ich habe deinen Umschlagplatz entdeckt. Meintest du diesen Krakenmolch? Zeig her. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten Schmugglerbegriffe draufgemalt. Du musst sie nur noch richtig deuten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was dann? Jetzt nimm schon. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht.
Ja, ja, ich habe ein Messer, keine Sorge. What the actually fuck? Motten? Das sah aus wie Motten. Also. Was würde es Sinn ergeben? Geld, Motten? Harm ist ein... Welche Tier... Und Motten? Harm liebt Motten. Viele Motten. Ja, genau. Oh, letzte Frage. Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Vielleicht roten Geron? Verzieh dich, Kleid. Sag Arauken... Harm muss... Welche... Froschwein. Harm trinkt nicht... Ja, klarer Froschwein, klarer Koch. Bist du geraten? Lass mich jetzt endlich zu ihm, die Nachricht ist wichtig. Nicht mal. Ja, zuerst muss ich dich aber nach Waffen durchsuchen. Bekommst du wieder, wenn du rauskommst. Dann zieh mal blank die Taschen. Ein Bote, ehrenwerter Harm. Er hat eine Nachricht von Arauken für euch. Lass ihn rein. Gib auf deine Worte Acht, Kleiner. Arauken schickt dich also? Komm näher. Ich will dich im Blick haben. Du stinkst. Du stinkst, als hättest du wochenlang in der Wildnis gehaust. Ich kann mir das Badehaus nicht leisten, ehrenwerter Kaufmann. Götter, wie rührend ist die Provinz. Was starrst du so? Ist dir dein kleines Makrelenhirn ins Gedärm gerutscht? Oder stimmt etwas mit meiner Haut nicht? Ich esse gerade diese Sesamsterne. Lecker. Das ist gerade einer gegen das Mikro geknallt. Sorry. Euer Hals, ehrenwerter Harm. Vielleicht solltet ihr etwas gegen die hässlichen Striemen unternehmen. So? Gut. Immerhin hast du Rückgrat. Anders als die restlichen Morastfresser in diesem verfluchten Sumpf. Keine Sorge. Meine Krankheit ist tödlich, aber nicht ansteckend. Wie heißt du? Geron. Warum trägst du deinen Anker nicht, Geron? Ich wurde bestohlen. Mein Anker wurde gestohlen. Ich wurde überfallen. Wundervoll. Arauken hat mir einen Dummkopf geschickt. Davon weiß ich nichts. Also schön. Gib mir die Nachricht. Die Walfänger wollen noch diese Nacht angreifen? Haben sie nicht gelernt, dass man sterbende Wölfe schlafen lässt? Sollen sie kommen? Das Prisma gehört mir. Geron, warum habe ich dich bei Arauken noch nie gesehen? Okay, sag die Wahrheit. Ich bin kein Bote. Die Nachricht habe ich jemandem abgenommen. Ich bin hier, um das Prisma zu stehlen. Ich lache. Und jetzt pass gut auf. Siehst du die Handarmbrust hinter mir? Eine falsche Bewegung und es war deine letzte. Ein unbedachtes Wort und deine Kehle ziert ein Bolzen. Versuch mich zu bestehlen und du wirst gegen die Pforte des Totenreiches pochen und um Einlass betteln. Meine Hand mag zittern, aber auf diese Entfernung treffe ich die Läuse auf deinem Kopf. Glaub mir, Neuling, das Leben ist zu kurz, um mit dem Feuer zu spielen. Das Glück ist eine launige Hure. Steht etwas Schlimmes in der Nachricht? Was geht dich das an? Kann ich sonst noch etwas tun? Halte dich in der Nähe, bis meine Antwort an Arauken fertig ist. Wenn du durch diese Tür trittst, wird mein Wächter dich durchsuchen. Also lass deine verdreckten Finger von meinen Schätzen. Ach ja, nimm diesen Anker. Sein erster Träger hat ein volllautes Maul. Jetzt braucht er ihn nicht mehr. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Ach,
Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Warum wollen die Walfänger dieses Prisma von euch rauben? Es ist der Schlüssel zu einer neuen Welt. Eine Welt des Lichts. Eine Welt der Heilung. Und mehr musst du nicht wissen. Habt ihr kein Mittel gegen den Ausschlag? Lebertran. Die jüngste Wunderkur der Quacksalber. Verzweifelte Hoffnung ist das Brot der Todgeweihten, nehme ich an. Mach dich nützlich und hol meine Flasche aus der Anrichte. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Dieser Begriff aus dem Volk. Wann wird Harms Antwortbrief? Kann ein Weilchen dauern. Seine Hände. Wann wird. Kann seine. Der Anker scheint eine Art Ausweis für Harms Mannschaft zu sein. Das mit Motten war aber auch mies. Ich habe uns auch nur geraten, eigentlich schon durchgeklickt und deswegen, ja. War gut von mir. War natürlich auch Absicht. Ein Schmuckkästchen oder eine Geldkassette. Ich fasse lieber nichts an. In dieser Kajüte hört man sogar die Schaben krabbeln. Allein diese vollgewachste Schale muss Dukaten wert sein. Ich fasse lieber nichts an. Ich schätze, das soll einen dieser Walfische darstellen. Ein sonderbares Licht dringt aus seinem Maul. An der Klappe sind Warnglöckchen, hinterhältig. Sobald die Glöckchen klingeln, habe ich einen Bolzen im Rücken. Ich muss mich zu... Sein ganzer Nacken ist blutig geschabt. An seiner Stelle würde ich nicht ständig daran kratzen. Einen solchen Weltreisenden werden meine kümmerlichen... Das... Soll ich das Fenster aufmachen? Die Luft wird eurer Haut gut tun. Tu, was du nicht lassen kannst. Wundervoll, gröhlende Torwaller. Ich hasse den Norden. Vor der Hafentaverne gröhlen immer noch die betrunkenen Seefahrer. Falls das Schiff... Ich frage jetzt mal, ob Dingens, Nuri vielleicht helfen kann. Sag mal, Nuri...
Geh doch mal in das Beiboot am großen Schiff. Willst du mit mir schaukeln? Nein, ich will nur, dass du dich ins Beiboot setzt. Ich krieg dich doch noch zum Schaukeln. Oh, Mann, ich mag die Nori. Sag mal, Nori. Bin gleich zurück. Wie logisch, sie ist oben und gleich. Der Hafen. Genug frische Luft. Wenn du das sagst. Schon kaputt. Ist schon zerbrochen. Das Schiff scheint schon einige Kämpfe. Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Diese albernen Glöckchen sollen nicht das Letzte sein, was ich in diesem Leben höre. An der Klappe hin. Wird doch. Am besten. Was auch immer Lebertran ist, es sieht widerlich. Eine Flasche. Ja, Prost, Junge, Prost. Euer Lebertran. Danke. Noch etwas Leber. Ja, was soll's. Unsinn. Wo willst du hin? Gib mir den Lebertran. Natürlich. Können wir es vergiften? Firma. Huh? Mach es gut. Brauchst du was? Es hat. Es gibt. Was ist eigentlich los? Nicht. Na, lass doch wenigstens das Pulver weg! Das juckt in der Wunde, als hätte ich die Zögernpocken! Ei, was, Kindchen? Pulverchen regt Heilung an. Wickeln, wirken lassen, wechseln. Ist Mittelchen von Minkas alter Mumme. Aber es brennt!
Ich hab... Das auch noch. Ja. Ich hab da ein paar Fragen. Das war schon alles. Hm? Ah, dumm. Na? Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wo... Aber du hast... Hört... Kannst du mir etwas von dem Pulver geben? Bist verletzt, Kindchen? Nein, siehst ganz Biene aus. Mein Pülverchen ist nur für Verletzte. Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten Verbänden haben? Auf keinen Fall! Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt das zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Lass ich dich weiterarbeiten. Biene. Du hast gerade gesehen. Das müsste... Das Zeug juckt tatsächlich. Juckpulver. Gebt ein Like, hoffentlich von euch. Für Juckpulver. Schreibt es in die Kommentare. Für Juckpulver ein Like. Ach, wie schön. So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Wollen wir doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Juckmittel wirklich ist. Wo willst du hin? Gib mir den Lebertran. Natürlich. Also ich wollte es nicht geben, aber bitte, Sir. Prost. Was ist das? Es wird wieder schlimmer. Das halte ich nicht aus. Verfluchter Sumpf. Geht's dir gut? Ehrenwerter Harm? Ja? Ruft nach... An der Klappe sind wir hinter. Das kann ich besser. Ich komme nicht ran. Wofür gibt's ein Netz? Habt ihr schon wieder Internet? Vogelfänger. Fex sei Dank. Leer, aber schönes Holz. Hauptsache das. Wird doch nicht. Geht nicht kaputt. Da muss nichts. Ich kann es noch schlimmer machen.
Na? Dann lasse ich... Bene. Brauchst du was? Verzweiflung. Wow. Bis später. Gib auf dein... Am besten... Leer, aber schönes... Das gibt nur Wachsflecken. Harms größter Schatz ist im Bauch eines Wals versteckt. Wie soll ich da... Sag mal, Nori. Bin gleich zurück. Können wir jetzt wieder... ganz unten und ganz oben in gleicher Reihe reden. Sag mal, Nori. Bin gleich zu... Ich bin echt so verzweifelt gerade. Das gibt noch... Das gibt... Ich gucke nicht. Wenn ich das Schiff in Brand setze, rettet sich Harm mit dem Prisma von Bord und ich sehe beide nie wieder.
Mann, so müde. Fex sei Dank. Fex. Wozu? Das führt zu... Wozu denn? Soll ich ausnüchtern? Wenn wir ihn ausnüchtern, könnte er völlig hilfreich sein. Er wollte. Hier regnet es wohl häufiger. Fest verknotet. Aber schön aufgeschlitzt. Sind keine Skudi. Ich glaube nicht. Immerhin ein Andenken an Gwynling. Ungewöhnlich, aber falls das Schiff ablegt. Ja, die Folge schon. Oh. Okay, ciao.